Hallo Leute, wir sind hier in Berlin heute am S-Bahnhof Karow und haben die Aufgabenstellung gehabt von der Deutschen Bahn, hier zwei Hilfsbrücken für die Fernbahn einzuheben. Die Besonderheit hier auf dieser Baustelle war der Drehradius mit dem LTM 1450, den wir nur auf 5 Meter Ballastradius auslegen konnten, weil wir hier zwei andere Behelfsbrücken haben. Ein Aufballastieren über den Teilballast mit 68 Tonnen, den wir hier gehabt haben, war auch nicht möglich, weil sich unterirdisch, wo der Kran steht, noch diverse Schächte, Rohrleitungen und Knotenpunkte vorhanden sind. Die Problematik auf dieser Baustelle waren die extrem beengten Platzverhältnisse, so dass wir gezwungen waren, die Hilfsbrücken vom Lkw-Transport mit einem Tandemhub, mit einem 1160 und einem Liebherr LTM 1450 zwischenzulagern. Danach der Zwischenlagerung haben wir die Brücken dann im Einzelhub mit dem 1450 auf die Endlage eingehoben. Alle diese Arbeiten sind natürlich im laufenden Bahnbetrieb der Regional-, S- und Fernbahn durchgeführt worden. Dadurch war das Zeitfenster zwischen zwei Zügen immer nur 10 bis 15 Minuten, die man uns freigegeben hatte. Der Liebherr 1450 ist der einzigste Kran mit dem variablen Ballast und dem Vario-Base, der diesen Kranjob auf dieser Baustelle hätte durchführen können. Mit einem klassischen 400-Tonner oder 500-Tonner wäre aufgrund des Drehradius der Job nicht möglich gewesen.